willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr kennt sicher alle die TikToks, wo Leute ungefähr alles bemalen. Ob es jetzt Klamotten, Polaroid-Kameras, Taschenrechner und oder Handyhüllen sind. Und ich wollte sowas total gerne mal nachmachen. Deswegen bemale ich in diesem Video zwei Handyhüllen. Und es stellt sich natürlich die Frage, was soll darauf? Und dann bin ich auf dieses Video hier gestoßen. Dieses Video ist von einem spanischen oder mexikanischen Künstler und wer nicht wie ich direkt erkannt hat, um wen es sich hierbei handelt, das, meine Lieben, ist Shawn Mendes. Und normalerweise ist es so, dass ich Sachen relativ phasenweise mag, zum Beispiel bei Serien. Ich gucke eine Serie und finde die total cool, bin da total drin und irgendwann kommt da die nächste Serie und ich bin da total drin. Und bei Liedern ist es auch immer so, wenn mir ein Lied gut gefällt, dann höre ich das so oft, bis ich es nicht mehr hören kann. Aber Shawn Mendes ist eine Sache, die ich konstant seit 2016 gut finde. Und mit 16 hatte ich eine riesen Shawn Mendes Phase. Das war gerade so die Zeit, wo Stitches total populär war. Das lief überall im Radio. Und dann habe ich das Musikvideo dazu geguckt und war total verliebt. Wirklich, mal abgesehen davon, dass er gut singen kann, ziemlich gut aussieht, ist es auch so, dass seine Texte so schön sind, dass mein 16-jähriges Herz einfach dahin geschmolzen ist. Wirklich, ich hatte Merch, ich habe ihn mehr als einmal gezeichnet und ich war auf allen drei Albumkonzerten, die übrigens mega waren, also seine Konzerte sind super, super schön. Und deswegen habe ich gedacht, ich will das auch. Aber nicht in Pink. Wie euch vielleicht in meinem Zimmer aufgefallen ist, Türkis ist meine Lieblingsfarbe, außerdem erinnert mich das ein bisschen ans Illuminate-Cover und deswegen würde ich das Ganze einfach in Türkis machen. Für die zweite Handyhülle habe ich nicht wirklich so eine krasse Hintergrundgeschichte, aber Acrylic Pouring oder dieser Marmor-Marble-Effekt ist jetzt schon eine Weile im Trend gewesen und ich wollte Acrylic Pouring zum Beispiel unbedingt mal ausprobieren und das war so ein bisschen meine Inspiration für die zweite Handyhülle. Und ich würde sagen, das war's mit meiner viel zu langen Einleitung. Und los geht's mit dem Video. So, hier habe ich meine Handyhülle, die ich bemalen werde. Und dann habe ich mir das Bild, was drauf soll, einmal in groß und einmal in der Größe meiner Handyhülle ausgedruckt, sodass ich das reinlegen kann. Und dann habe ich die Seiten der Handyhülle mit Washi-Tape abgeklebt, weil ich die nicht bemalt haben wollte. Das sind so die Grundvorbereitungen, die ich getroffen habe. Dann schnappe ich mir einfach einen Permanentmarker und zeichne das Motiv ab. Wenn ihr das Originalbild haben wollt, das findet ihr auf meinem Pinterest-Account, allerdings in der rosa Version, weil das ist natürlich die Originalversion. Ich weiß auch nicht genau, auf welcher Pinnwand, entweder bei Art Inspiration oder Things I Like. Dann habe ich mir die Farben zusammengemischt und können wir mal darüber reden, wie hübsch diese Farbe ist? Ich liebe sie. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann nochmal hin, so zu mischen. Es ist wirklich eine schöne Farbe. Türkis ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, wenn ihr die Handyhülle bemalt, ist, dass es nicht zu viel Textur hat, also dass es nicht so streaky ist. Ich habe das folgendermaßen gemacht, dass ich in die Ecken mit einem ganz dünnen Pinsel gegangen bin und dann die großflächigen Sachen auch mit einem großflächigen, also einem größeren Pinsel gemacht habe, eben damit es nicht so streaky ist, weil man das sehr doll sieht. Und ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr auf jeden Fall mehrere Schichten machen müsst. Also zwei Schichten auf jeden Fall, bei der Hautwand sogar drei, weil die Farbe nicht so deckend war. Und mein bester Freund bei dieser ganzen Sache war der Haarföhn. Ich habe immer, wenn ich eine Schicht fertig gemacht habe, die Handyhülle geföhnt und dann war die Farbschicht trocken und ich musste nicht warten und konnte direkt weitermachen. Was wahrscheinlich auch gut gewesen wäre, wenn man eine weiße Grundierung gemacht hätte. Die hätte bestimmt dafür gesorgt, dass man nicht so viele Probleme mit der Textur gehabt hätte und dadurch hätte man auf jeden Fall Farbe sparen können. Der Originalkünstler hat das jetzt nicht gemacht, obwohl bei manchen Handyhüllen hat er das gemacht, aber es wäre natürlich komplizierter mit dem Abpausen gewesen, also habe ich mich für die faule Variante entschieden. Ein kurzer Tipp, wenn ihr wie ich zwei verschiedene Blautöne wählt, damit die sich nicht beißen. Ich habe nur die Hintergrundfarbe angemischt und habe das Blau, was ich fürs T-Shirt benutzt habe, auch zum Mischen der Hintergrundfarbe benutzt. Deswegen harmoniert das so gut. Also das ist ein kleiner Tipp nebenbei. Das ist auch schon der Teil, wo ich gefühlt Anfälle gekriegt habe, denn es ist natürlich alles total klein. Also ihr braucht einen wirklich kleinen, dünnen Pinsel und da auch nur mit der Spitze arbeiten. Ihr könnt eure Linien aber ausbessern, einfach mit der anderen Farbe dann. Dann war die Handyhülle trocken und ich wollte sie mit einem Lack fixieren. Das hier ist jetzt Acryllack, das heißt Varnish.
Und ich denke, das klappt auch mit durchsichtigem Nagellack. Ich bin auch nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Acryllack. Also ihr müsst euch das jetzt nicht dafür anschaffen. Deswegen habe ich das danach, als der Lack getrocknet war, mit ganz viel Haarspray besprüht. Und das hat richtig gut funktioniert. Denn A hat es einmal so glänzend gemacht. Und es hat es so ein bisschen weicher gemacht. Also man hat die Textur dann nicht mehr so sehr gesehen. Und im Sonnenlicht und im Licht generell sieht es so super aus. Ich habe dann unten meine Initialien und oben sein Autogramm noch gemalt und ich bin total glücklich und zufrieden mit der Hülle. Es ist meine neue Lieblingshandyhülle, ich mag die persönlichen Twists und meiner Mutter gefällt sie auch und sie ist gar kein Shawn Mendes-Fan, sie mag seine Musik überhaupt nicht. Schockierend, ich weiß. Also, wie gefällt euch die Hülle? Mendes Army, wo seid ihr? Ich finde, von hinten sieht sie auch ziemlich cool aus. Ich wollte euch das nur zeigen, weil ich es ganz lustig fand. Auf jeden Fall eine coole Sache zum Nachmachen. Kommen wir gleich zur zweiten Handyhülle. Für die zweite Hülle wollte ich was komplett anderes machen. Und zwar wollte ich so einen Acrylic Pouring Marble Effekt haben. Und das habe ich auch mit Acrylfarben ausprobiert. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich muss dazu gestehen, dass ich absolut nicht die Materialien dazu da habe. Also ich hatte kein Pouring Medium und all sowas. Also ist aber auf jeden Fall eine Sache, die ich mal ausprobieren möchte. Deswegen musste ich was Alternatives finden und habe mich für Water Marble entschieden. Ich habe, schlechtes Mädchen wie ich bin, nicht so viele Nagellacke und nur Rottöne, war aber in dem Fall überhaupt nicht schlimm, weil die gut zusammen aussahen. Und dann hat man einfach eine Schale mit Wasser genommen, den Nagellack so darüber gegeben und am Ende konnte man dann das mit einem Zahnstocher, ich habe eine aufgebogene Haarnadel benutzt, dann einfach da so schöne Muster reinmachen und die Handyhülle reintauchen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, ich mache das bestimmt öfter jetzt, das ist so cool und ging viel zu schnell vorüber. Ich hätte das gerne noch länger genossen. Ich denke, mit den richtigen Farben kann man so coole Sachen machen. Bestimmt so einen Marmoreffekt kreieren und so. Und ich mache das auf jeden Fall öfter. Es hat so viel Spaß gemacht. Es ist auch so perfekt, wenn man sich kreativ mal ausleben möchte, aber gar keine Lust hat, jetzt was Großartiges zu malen. Es ging so schnell. Mega cool. Mein eigentlicher Plan war ja auch, das so in Meerfarben zu machen, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Meer. Also vielleicht mache ich das einfach mal mit der Technik. Und mega Spaß hat auch das Vermischen der Farben gemacht, aber da muss man echt aufpassen, dass man da nicht übertreibt. Es war wirklich so cool und ich hätte die ganze Zeit darin rumstochern können. Und dann taucht man einfach die Handyhülle rein und lässt sie dann trocknen. Was bei mir war, ist, dass dadurch auch so eine Blasen entstanden sind, wegen dem Wasser. Aber es sah trotzdem cool aus, also es hat mich überhaupt nicht gestört. Und dann habe ich es einfach trocknen lassen für eine Weile und ja, ich finde, so sieht es schon mega cool aus. Aber ich wollte das Ganze noch ein bisschen aufpimpen. Und zwar habe ich Blattgold. Das habe ich mal geschenkt gekriegt. Und Blattgold befestigt man mit einer Anlegemilch, die pinselt man auf die Stellen, auf die man es gerne drauf hätte, lässt das ein bisschen antrocknen und dann kann man das Blattgold drüber pinseln. Und das sieht immer so schön und edel aus. Ich denke, Glitzer und Kleber machen einen ähnlichen Effekt, aber ich habe nun mal Blattgold und benutze es viel zu selten. Und immer wenn ich es benutze, freue ich mich total, weil es so schön aussieht. Und das ist so eine Sache, die so viel Spaß macht, dass man echt aufpassen muss, dass man es damit nicht übertreibt. Was ich in dem Fall leider getan habe. Ich hatte es erst so, wie es ihr jetzt seht und dann saß ich da und dachte so, ja komm, da kannst du mehr drauf machen. Und dann habe ich das getan und das war vielleicht ein bisschen too much. Fixieren tue ich das Ganze genauso, wie ich es mit der anderen Hülle gemacht habe. Also erst Acryllack und dann ganz viel Haarspray drüber. Und ja, das war's schon. Mir gefällt das Endresultat wirklich gut und alleine der Prozess hat so viel Spaß gemacht, dass sich ein Nachmachen auf jeden Fall lohnt. Und es ist überhaupt nicht kompliziert, die meisten Dinge müsste man eh zu Hause haben, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Jetzt habe ich euch nochmal beide Handyhüllen nebeneinander gelegt und es würde mich natürlich interessieren, welche findet ihr besser und würdet ihr was davon nachmachen? Das war's auch wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das Machen des Videos auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.